Jetzt ist aber... Nee, nicht da. Da Reihenfolge. Egal, hätte ich lieber dabei. Wir werden diese Dorfbewohner schützen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinderten. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wir können schon bald auf... Können schon selbst auf uns aufpassen. Aber komm ich jetzt wieder hier weg? Hey Kumpel, wenn du andere Bewohner siehst, schickst du sie zu uns, ja. Okay, wir haben während der Katastrophenfest alles verloren. Achso, das habe ich. Wir haben während der Katastrophe fast alles verloren. Wenn ihr irgendwas für die Reise kauft, haben wir Geld für Wiederaufbau. So, aber... Hier gab es ja nichts. Gab es nichts für uns. Okay, kriege ich aber jetzt hier nicht. Weg. Ah, die Musik. Auch bei Semester. Das ist eine meiner Lieblingsstücke von The Messenger. Ich weiß nicht, wo ich raufkommen soll. Also man erkennt halt tatsächlich einfach auch die Musik wieder. Was ich jetzt ziemlich cool finde. Achso, ich konnte hier runterspringen. Bams. So. Hau drauf hier. Ja, zu früh gedrückt. Hier mit dem kommt Schaden, ne? Brauche ich mal auf den mehr drauf. Also ich muss mit Magie hier arbeiten, sonst dauert das viel zu lange. Eine neue Stufe haben wir erreicht. Tja, das ist die Frage. Magie, Verteidigung, Magie, Angriff. Mana-Punkte kriegen wir nicht. Also physischer Angriff plus 2. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich hochpushen soll oder lieber den Magie. Weil ich mache halt so wenig Schaden jetzt momentan mit physischem Angriff. Lebenspunkte, wenn man noch ein bisschen mehr pushen, könnte man natürlich auch machen. Ah, ich bin, echt überfragt, ne? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Magie mal eher. Jetzt. So, ja, der, mit dem mache ich ja eigentlich keinen wirklichen Magieangriff. Ich glaube, ich gehe auf Lebenspunkte, aber egal. Ah, hier kann ich gar keinen Magieangriff machen. Dann gehen wir auf physischen Angriff. Danke, ich war sicher, ihr müsste hier und heute sterben. Schaffst du es allein zum Hafen? Die Leute versammeln sich dort, während wir uns die Monster um die Monster kümmern. Ja, ja, danke. Ich wünschte, ich hätte mehr anzubieten. Tomaten-Sandwich haben wir bekommen. Okay. Mal hier mal durchgucken.
Aber hier ist nichts. Können keine Sachen mehr retten. Ja, die Blumen bewegen sich, aber bringen denen auch so nichts. Hüpfen wir hier runter, würde ich sagen. Können wir nicht runterhüpfen? Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, hier runterhüpfen zu können, um da unten die zu retten. Ich komme ja gar nicht wieder zurück. Ja, der speichert da, das gefällt mir nicht. Ich würde eigentlich noch gerne da hinten hingehen, aber ich komme ja gar nicht mehr zurück. Den komme ich auch nicht dran. Keine Ahnung, wo ich hier lang will, ne? Ah, ich muss hier runter. Die Kiste. Dann kommen wir hier hoch. Ja gut, der hat keinen Mana. Und der muss er drauf hauen. Ah, zu langsam. Ums. Ja, den gehen wir mal weg. Die sind auch oft dran, diese Viecher, ne? Ah, 69 Schaden. Hat jetzt noch nicht ausgereicht. Aber jetzt ist er weg. Gut. Können wir jetzt hier runterhüpfen? Ja, hier können wir runterhüpfen. Ich sitze hier hinter diesem großen Block fest. Könnt ihr ihn bewegen? Kann ich. Uff, das war knapp. Ich sollte mich zum Hafen aufmachen. Vielen, vielen Dank hier. Ja, bei dem ging das jetzt. Bei der davor jetzt eben. Da kommen wir unten nicht rein. Ich habe extra versucht, da runter zu springen. Bams. Sonnenball. Da drauf. Da gehen wir zumindest der rechte dann noch mit drauf. Nicht? Okay, ich hätte echt gedacht. Der würde auch noch gut Schaden bekommen. Immerhin mit dem Boomerang kann man Schaden machen. Der ist schon wieder kaputt. Bäm. 30 Schaden immerhin gemacht. Oben wieder da dran. Wie hat der noch? 46. Könnte einer reichen. Eine Verstärkung. Ja, hat gereicht. Wie viel? Moment, Angriff.
Halt natürlich. Ja komm, das machen wir trotzdem. Mit physischen Schaden. Weißt du, warum hat das jetzt 300 noch was Schaden gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum habe ich jetzt auch immer so viel Schaden bei dem dann gemacht? Weil es verstärkt war? Da ist er runtergekommen. All die unschuldigen Leute. Wie groß ist dieses Ding? Hey, ihr seid Krieger der Sonnenwende, oder? Wir haben alle Monster vernichtet. Es ist für das erste vorbei. Der Große ist weggeflogen. Es könnte zurückkommen. Uah. Keine Sorge, meine Freunde hier sind stärker als der große, als das große Monster. Wirklich? Absolut. Uah. Hier ist es vorerst sicher. Bitte versammelt euch mit den anderen am Hafen. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir bringen das in Ordnung. Versprochen. Ne, danke. Hoffentlich geht es meinem Bruder gut. Wir können hier nicht bleiben. Wo sollen wir hin? Wir müssen uns eine neue Bleibe suchen. Wir wurden hier geboren und werden hier sterben. Wie meine Ahnen. Ich werde. Nicht wir. Wir werden alles wieder aufbauen. Ich würde lieber woanders hin. Uah. Okay, ganz ruhig. Wir arbeiten an einer Lösung. Was sollen wir tun? Einige von ihnen müssen sicherlich fort, aber für Lucent sind es zu viele. Außerdem haben die dortigen Einwohner ihre eigenen Sorgen und Probleme. Jolande, fällt dir irgendein anderer Ort ein? Ei, ich schätze, ein paar von denen brauchen einen Neustart. Kennetan? Was ist mit der kleinen Insel im Nordosten? Oh, die Wunder unbewohnt mit den Kieferwäldern könnte funktionieren. Ganz genau. Wir kennen den Weg, aber mit der Kau der Barke können wir nicht hin. Dazu müssen wir aufs offene Meer, also braucht es ein ordentliches Schiff. Okay, das klingt schon mal gut. Gute Neuigkeiten, Leute. Wir kennen einen perfekten Ort für alle, die Brisk verlassen und neu beginnen wollen. Juhu! Hat zufällig jemand von euch ein Schiff? Hör mal, Kumpel, ich bin ja praktisch veranlagt, aber dieser Hafen ist im Eimer. Bleibt nur noch eine Option, wie es scheint. Oh, deine Gedanken gefallen mir, Freund. Dann schieß mal los, Großer. Ah, jetzt hat er auch mal in dem Bild die Augenklappe offen. Sonst hat er die ja im Zug gehabt. Ne? Wir holen uns die abendliche. Klares Nein, Freundchen. Dazu kommt es erst, wenn die Kapitänin es will. Ja, die muss ich gerade mal eben kurz verkleiden. Umziehen. Kindertan hat recht. Die Zeit ist reif. Ahoi, Kapitänin. Wir dachten schon, du wärst weg. Wird dieses Schiff gut genug sein, um die Siedler zu der Insel zu bringen, von der Jolande erwähnt, hat? Bitte, Sohn, die Abendliche könnte selbst das Meer von Jolande. Verzeihung, Kapitänin. Sie wird uns dorthin bringen, garantiert. Okay, wie sieht der Plan aus? Das Boot ist verflucht, oder? Tatsächlich ist das der einfache Teil. Wir müssen nur an Bord und den Besitzer treffen. Dann muss die Kapitänin das Schiff mit der von euch beschaffenen Münze und Hutter Einwilligung kaufen. Ein solider Plan. Da kommen wir nicht mal ins Schützen. Das werden wir noch sehen. Fürs Erste wandern wir zur Halbinsel und warten. In der Dämmerung wird die Abendliche für einen kurzen Moment erscheinen.
Das Zeitfenster ist klein, also müssen wir an Bord gehen, ohne zu zögern. Kein Problem, Kapitänin. Bin sowas von aufgekratzt. Jetzt hat er ein Hemd an, obwohl er das gar nicht mehr anhat. Ihr drei werdet nicht mit uns kommen. Kapitänin? Wenn wir es nicht schaffen, müsst ihr einen anderen Weg finden, den Dorfbewohnern zu helfen. Nein, wir bereiten uns schon so lange darauf vor. Unser Endziel ist dasselbe, aber vorerst bleibt ihr in Sicherheit. Könnt ihr das für mich tun? Alles für die Kapitänin, dafür stehe ich mit meinem Namen. Kennetan. Ei, ei, Kapitänin. Können wir euch wenigstens sicher zur Halbinsel geleiten? Natürlich. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist. So plötzlich. Wir bauen alles wieder auf und machen Brisk noch besser als je zuvor. Aber speichern. Krieger der Sonnenwende, nochmals danke, dass ihr mich vorhin gerettet habt. Ich hörte, ihr habt doch wohl geholfen. Hier eine kleine Belohnung. Pilzsuppe erhalten. Ich habe alles verloren. Ich kann hier nicht bleiben. Wir haben während der Katastrophe fast alles verloren. Aber wenn ihr irgendwas für die Reise kauft, haben wieder Geld für den Wiederaufbau. Ja, du hast ja nichts Neues bekommen. Wir haben kein Zuhause mehr. Oh, was sollen wir tun? Na? Das war gruselig. Okay, die ist jetzt tatsächlich da raus. Und hier ist eine Sackgasse. Immerhin ist klar, was wir zu tun haben. Erstmal Wasser abpumpen. Brisk ist nicht verloren. Wir müssen nur zusammenarbeiten. Alles einfach so verloren. Aber Brisk ist stark. Wir bauen es wieder auf. Okay, hier kommen wir gar nicht hin. Aber wir kommen hier gar nicht mehr zurück. Okay. Na gut. Dann können wir ja auch schon abreisen. Wo ist die Lande? Aufregend, dass wir endlich den Lohn für unsere Suche nach Münze und tote Einwilligung bekommen. Das wird ein Handeln für die Ewigkeit. Endlich die Abendliche. Seid ihr bereit aufzubrechen? Jo.